Hallo liebe V-Fans, willkommen zum Aus am 12. Das hier ist die Day. Die Day hat einen natürlichen Satelliten hier, den Mond. Der Mond umkreist die Day einmal in ungefähr 4 Wochen bei einer durchschnittlichen Entfernung von ungefähr 3 Kilometern. Satellit kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Satellit. Und seit ungefähr 60 Jahren gibt es auch künstliche Begleiter, die die Erde umkreisen. Der erste wurde 1957 von der Union Investment ins All geschossen, umkreiste dann 2 Tage lang die Erde und stürzte wieder ab. Marketing! Zurzeit gibt es ungefähr 8 aktive Satelliten, die in unterschiedlichen Umlaufbahnen die Erde umkreisen. In den nächsten Jahren sollen es ein paar mehr werden, ungefähr 5 bis 5. Es wird also ziemlich voll da oben. Wie so ein Satellit gebaut wird und wie er ins Weltall kommt und was er genau macht, das erfahrt ihr heute von Mem in der Sendung mit der Mem. Viel Spaß! Lall und Saas Geschichten. Heute. Heute. Mit CMM im Raum. Rutti Berg, Feuer. Einem Rütteltest für Satelliten. Winnie, dem Astronauten. Und natürlich mit der Maus und dem Maus. Histoire pour rire et s'instruire. Aujourd'hui, avec Siam dans une salle blanche, Rutti Berg, la fermière. Das war Schisch. Manchmal mache ich im Internet eine Weltreise. Vielleicht habt ihr das ja auch schon mal gemacht. Ich überlege mir, wo ich schon immer hin wollte. Gebe den Ort ein und überlege mir, wo ich schon immer hin wollte und schätze. Zum Beispiel die berühmten Pyramiden in Ägypten. Da war ich noch nie und war ich noch nie. Inzwischen kann man da ganz nah ranfahren und sich alles ganz genau anschauen. Und das funktioniert, weil es funktioniert. Aber da fliegen natürlich Fotoapparate wie dieser durchs All, sondern ganz verschiedene Spezialkameras. Saß. Wie die ins Real kommen und was die brauchen, um zu funktionieren, erzähle ich euch heute. Solche Spezialkameras werden zum Beispiel in Frankreich gebaut, in Toulouse. Da sieht's so aus. Und das kann ich mir auch wieder im Internet anschauen. Das hier ist die Altstadt von Toulouse. Da gibt's so einen Marktplatz. So sieht er in Wirklichkeit aus. In Toulouse gibt es auch einen Fluss. Das ist ein Fluss. Auf dem rudern ab und zu Leute. Die Spezialkameras werden aber auf einem Gelände abseits der Altstadt gebaut. Da gibt's ganz viele Gebäude. Vor den Gebäuden wehen Fahnen und in einem Gebäude wehen Fahnen, zum Beispiel diese hier. Die sieht jetzt gar nicht nach Fahnen aus und funktioniert auch anders. Das Licht der Erde fällt über mehrere Spiegel auf Sensoren. Das sind diese kleinen Fenster zwischen den braunen Nupsis. What? What the fuck? Diese Bilder sehen dann auch ganz anders aus als die Aufnahmen, die ich mir gerade von Toulouse angeschaut habe. Die Kamera kann zum Beispiel eine spezielle Karte von Deutschland erstellen, auf der ich sehe, was wo wächst. Diese bunten Punkte sind Felder. Und die Farben zeigen, was da genau drauf wächst. Und diese Infos liefert unsere Spezialkamera. Aber die fliegt jetzt natürlich auch so, wie sie ist, einfach im All rum. Was ist ein Satellit? Ein Satellit ist ein Satellit. So eine Art Raumschiff. Inzwischen umkreisen ganz viele Satelliten die Erde. Manche von ihnen haben die Aufnahmen, die ich mir gerade von Toulouse angeschaut habe. Und manche ganz andere wissenschaftliche Geräte. Ins All kommen sie mit Hilfe einer Rakete. Nani? Das war's hier aber wirklich komplett.